Die größte Herausforderung ist es, dass der Zugriff auf Daten und Programme nicht nur im eigenen Unternehmen funktionieren soll. Immer öfter möchten wir unseren Arbeitsplatz auch unterwegs ortsunabhängig verfügbar haben. Und das möglichst einfach, schnell und vor allem sicher. Genau das ist mit den Windows Terminal Services realisierbar. Und ergänzend dazu gibt es noch die von Microsoft angebotenen Produkte wie Office 365 und Azure. Natürlich kommt in diesem Zuge immer wieder die Frage auf, welche Produkte und Lizenzen brauche ich denn jetzt genau? Und genau dafür sind wir der richtige Ansprechpartner. Um vom internen Netz auf die Daten zuzugreifen, muss wenig Aufwand betrieben werden. Von extern ist dieser Aufwand immens größer. Um interne Daten von extern abzurufen, bietet QuVGM die Möglichkeit, über gemanagte Firewalls, über Barracuda, diese Daten an jedem Ort der Welt zugänglich zu machen. Barracuda Managed heißt, Firewalls, die in unserem Management Center sind, werden täglich oder wöchentlich abgedatet und sind immer am letzten Stand bei Software und Updates. Zum Thema Sicherheit gehört auf alle Fälle dazu, dass man sich Gedanken über Handys und Tablets beispielsweise macht. Und da im Speziellen über die Daten, die auf diesen Geräten gespeichert werden. Das wird sicher die Herausforderung der Zukunft sein, wie diese Geräte sinnvoll und vor allem auch sicher eingebunden werden können. Die Herausforderung ist es, wie kann man Daten auf diesen Geräten verschlüsseln? Wie kann man sicherstellen, dass diese Daten nur den dafür gedachten Personen zugänglich gemacht werden? Wie kann man sicherstellen, dass aus Firmensicht nur Anwendungen und Programme installiert werden und auch genutzt werden auf diesen mobilen Geräten, die wirklich im Sinne der Firma sein und die entsprechende Sicherheit bieten? Das sind sehr schwierige Problemstellungen, die aber mit einer Enterprise Mobility Suite von Microsoft sehr gut lösbar sein. Im Zuge dessen taucht dann immer wieder die Frage auf, ja, wenn ich jetzt schon mehrere Geräte im Einsatz habe, möchte ich natürlich auf alle diese Geräte Office installiert haben und auch entsprechend nutzen. Aber natürlich möchte ich nicht auf jedes Gerät entsprechende Office-Lizenz kaufen müssen. Dieses lässt sich wieder mit Office 365 sehr gut lösen, weil mit dieser Version es möglich ist, alle dem Benutzer zugewiesenen mobilen Geräte mit einer einzigen Lizenz zu betreiben.